2012er Intro natürlich. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus dem Centerpark D-Camper Wennen. Wir wollen euch zeigen, was ihr hier so alles erleben könnt. Wir haben minus 2 Grad, mir ist gerade richtig kalt. Meine Hände frieren ab und wir laufen zum Market Dome. Bis gleich, bleibt dran und lasst ein Abo da, meine Freunde. Ciao. Park Adventure. Feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So, ich sitze gerade in Fritz Affair, wie wird es ausgesprochen? Ich glaube, niemand weiß es. Die haben heute geschlossen, deswegen kann ich mich hier ganz gemütlich hinschillen. Ja, wie in jedem Market Dome im Center Park, in den großen zumindest mit den 5 Birdies, gibt es halt das Grand Café, das Fuego, Nonnas, den Italiener, Fritz oder Fritz Affair, ich habe keine Ahnung, und den Supermarkt. Das ist halt in jedem Market Dome eigentlich gleich. Ich meine, in den schlechteren Center Parks ist es halt ein bisschen was anderes. Und da habt ihr ein bisschen weniger, so wie in Sandur oder in Limbox Peel. Aber ansonsten tut sich da echt nicht viel. Ich muss nur sagen, der Market Dome hier ist ein bisschen kleiner als der in Hettenmerdal zum Beispiel. So, wir laufen zurück vom Market Dome zum Häuschen, werden gleich den Kamin nochmal anschmeißen, was reinsnacken und ja, ich denke mal dann nochmal die Glotze anmachen. Das war's dann für den heutigen Tag, es wird wieder ultra kalt. Ja, ich denke mal, wir sehen uns morgen. Bis bald. Tschüss.
Thank you.
So, zurück vom Aquamundo. Das Wasser war im Gegensatz zu gestern ein bisschen wärmer gewesen, war auch nicht ganz so voll, hat Spaß gemacht. Ich finde das Schwimmbad hier ein bisschen schöner als in Het Merdal. Ja, wir gehen zurück zur Wohnung und wir werden euch gleich mal ein paar Ausschnitte zeigen. So, und wir haben die 818. So. Der Essbereich hier, ja, zum Chillen, zum Fernsehen gucken. Ist alles vorhanden. Ist halt nur ein Komforthaus, kein VIP-Haus, aber sogar mit Blick zum See. Wunderschön. Der erste Schlafraum, ganz nett für die Kinder, reicht vollkommen aus. Schlafraum Nummer 2, ja, ist ganz nett mit dem Blick zum See auf jeden Fall. Und Schlafraum Nummer 3, ich denke mal, das Elternschlafzimmer oder so, oder das daneben, keine Ahnung, ja, kann man ja switchen, wie man möchte. So, wir haben jetzt 16 Uhr, die Sonne ist langsam am Verschwinden, wir laufen mal zur Action Factory und zeigen euch, was man da so alles erleben kann. Was mir nur auffällt, ist, dass der Park wesentlich autofreier ist als in Het Merdal. Die meisten halten sich hier wirklich dran, das finde ich richtig, richtig gut. So, und hier entsteht der neue Kletterpark. Ja, noch vor ein paar Jahren waren da drin noch Badmintonfelder und weitere sportliche Aktivitäten, haben die mittlerweile umgebaut für die Kinder. Finde ich richtig schön, auch modern, da haben die Kinder Spaß dran. Wir gehen mal weiter zu den Otten. Und ich wollte auch gerne so einen Otten mitnehmen, aber leider ging das nicht und die beißen auch die Otten. So, wie gedacht, die Otter sind bestimmt in ihrem Unterschlupf. Die Fütterungszeit ist immer täglich von 13.30 Uhr bis 13.40 Uhr. Müssen wir vielleicht mal morgen schon, ob wir die sehen. Und jetzt gehen wir mal zum Bauernhof und schaut euch die Tiere an. Bis gleich, meine Freunde. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Der Bauernhof ist auch echt schön, nicht ganz so modern und neu wie der in Hettmerdal, aber das reicht vollkommen aus. Ich denke mal, die Tiere werden hier ganz gut gehalten. Ja, ich kenne mich damit nicht so gut aus. So, wir gehen weiter. Einen wunderschönen guten Morgen und finde ich echt cool, dass ihr noch dran geblieben seid. Ja, es ist knackig kalt, minus 4 Grad, aber ganz trocken, deswegen ist es wunderschön bei dem Sonnenschein. So, wir gehen dann mal so ein bisschen spazieren hier und ja, ich zeige euch noch ein paar Impressionen. So, wer auch Lust hat, Ski zu fahren, ist hier im Centerpark. Die Camper werden dann auch sehr gut aufgehoben. Hier gibt es das Montana Snow Center. Ist jetzt nicht super preiswert, aber ich meine, das muss ja auch halt betrieben werden, ne? Deswegen, weiter geht's. Die Hausboote im Hintergrund gerade, oder ne, die könnt ihr nicht mehr sehen, nein. Die gibt es aber, meine ich, nur hier in De Kemperwennen. Wäre es ein bisschen exklusiver mag, der ist, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben. Dürfen aber, meine ich, keine Hunde mit. Deswegen fällt das für uns leider raus. Ja, und wer seine Ruhe mal wirklich haben will, den kann ich das nur wärmstens ans Herz legen, mal einen Centerpark zu besuchen. Man hört hier wirklich gar nichts, außer ein paar Vögel. Das war's. So, wir werden noch mal eine Runde schwimmen gehen. Und danach nachher in der Nachbarstadt mal was reinsnacken. Die Snackbar hier, die finde ich nicht so berauschend. Gibt vielleicht Leute, die mögen die. Ich mag sie nicht. Deswegen 7 Kilometer weiter ist die Nachbarstadt. Da geht es nachher hin. Letzter Abend, meine Freunde. Wir gehen nochmal in den Market Dome. Wollen nochmal was trinken gehen. Vielleicht was Warmes. Ist nicht mehr ganz so kalt wie gestern, eigentlich ganz angenehm. So, ich melde mich gleich nochmal.
Einen wunderschönen guten Morgen. Leider ist heute Abreisetag. Wir packen gerade die Sachen ins Auto, gehen nochmal gleich ins Zentrum. Ja, und dann denke ich mal, geht es dann auch irgendwann gleich nach Hause. Vielen, vielen Dank, dass ihr noch dran geblieben seid. Ja, die Zeit war hier wunderschön. Bisschen zu kurz, aber ist halt normal hier. Ne? Ja, ich würde mal sagen, bis bald, meine Freunde. Abonniert diesen Kanal, wir würden uns mega freuen. Somit unterstützt ihr uns. Und ich sag mal, ciao. Tchau!